Die Stadt Borken freut sich sehr, dass die kommunale Impfstelle in der Stadthalle Fennehof so gut angenommen wird. Heute hat sich auch der Vorstand der Stadtverwaltung vor Ort im Möllender Saal impfen lassen. Zunächst ist eine Anmeldung am Chip-In-Schalter erforderlich. Dort legen Sie Ihre Impfunterlagen, den Impfausweis und einen Lichtbildausweis vor. Einmal Ihre Unterlagen zurück, dann dürfen Sie gerne einen Raum weitergehen, um ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt führen und sonst gern schon weiterlaufen. Ja, vielen Dank. Gerne. Bei der nächsten Station wartet also eine Ärztin bzw. ein Arzt für das Aufklärungsgespräch auf Sie. Falls diese bereits in Gesprächen sind, warten Sie gerne einen kurzen Moment im Wartebereich. Falls Sie zwischendurch Fragen haben sollten, stehen Ihnen natürlich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Und dann ging es auch schon für Borkens Bürgermeisterin in die Impfkabine. Geimpft wurde sie mit dem Impfstoff von Moderna. Die letzte Station in der Borkener Impfstelle ist der Checkout-Schalter. Dort werden Sie wieder ausgeloggt und es werden noch einmal die Unterlagen kontrolliert. Im Nachgang gönnen Sie sich bitte noch eine kurze Pause im Wartebereich. Falls es Ihnen zwischendurch nicht so gut gehen sollte, ist natürlich auch die ganze Zeit medizinisches Fachpersonal vor Ort. Am Ende folgen Sie bitte einfach den Pfeilen zum Ausgang. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir kommen jetzt gerade aus unserer Impfstelle hier im Fennehof und haben uns auch boostern lassen, und zwar mit Moderna. In den nächsten Wochen wird es überwiegend Moderna-Impfstoff geben und ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, lassen Sie sich auch damit boostern. Die Impfstoffe sind gleichwertig, ob BioNTech oder Moderna, und bitte nutzen Sie die Möglichkeit. Sie können hier auf Termin sehr schnell eine Booster-Impfung bekommen oder auch diejenigen, die unter 30 sind oder die es sich jetzt doch überlegen, sich impfen zu lassen, können auch mit BioNTech geimpft werden. Melden Sie sich, in der nächsten Woche gibt es auch 3 Tage, wo es ohne Termin geht, aber melden Sie sich bei uns und lassen sich impfen. Das ist die größte Chance, dass wir endlich diese Corona-Pandemie auch in den Griff bekommen. Alles Gute Ihnen.